Frau Ministerpräsidentin Dreyer, schön, dass Sie hier in das wunderschöne Wittisch gekommen sind. Sie haben heute Abend mehrfach gehört, wie schön gerade diese Region von Rheinland-Pfalz ist. Und Sie haben auch gesagt, Sie kommen immer wieder gerne zu uns. Wir hatten uns überlegt, vom offenen Kanal Ihnen diverse Fragen zu stellen. Sie haben eigentlich schon alles beantwortet. Eine Frage ist jetzt noch bei mir jetzt übrig geblieben. Und zwar, wir haben davon gesprochen, Ehrenamt wird überall irgendwo gebraucht, genötigt. Wäre es vielleicht nicht sinnvoll, dass man vielleicht auch überlegt, in die Schulen zu gehen und den Kindern oder den Schülern das Ehrenamt nahe zu bringen und zu sagen, wie wichtig das Ehrenamt ist, damit das nicht nur auf den Vereinen lastet? Ja, also es gibt ja in unseren Schulen wirklich auch ganz, ganz viele Projekte, wo Kinder tatsächlich auch Ehrenamt erleben. Wenn ich jetzt mal hier in Wittlich bleibe und Makerspace beispielsweise betrachte, wo die Grundschulen ja alle hinkommen, wo man jetzt überlegt, wie geht es mit weiterführenden Schulen, das sehen die Kinder dann schon auch, dass da Menschen sind, die normal eigentlich was anderes machen und ehrenamtlich da helfen. Und ich glaube, dieses direkte Erleben, wir haben ganz viele andere Projekte auch, das ist total wichtig für die Kinder, das mitzuerleben. Also an dem Thema sind Sie dran sozusagen, ja? Genau. Der offene Kanal Wittlich, Sie kennen ja den offenen Kanal Trier, mit dem Sie auch sehr eng zusammenarbeiten. Wir gehören ja auch irgendwie, sind so eine Tochtergesellschaft von um das mal sozusagen vom offenen Kanal Trier. Das Medienrecht für ihn ist ja etwas, was uns auch viele Freiheiten gibt, natürlich uns auch einschränkt. Aber es ist toll, wie Sie uns immer wieder engagieren und sich für solche Interviews jetzt gerade zur Verfügung stellen. Wollte ich einfach mal Danke sagen. Es ist immer wieder interessant, mit Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen und die auch ein politisches Amt begleiten, sich immer wieder in den Interviews stellen. Also es ist toll. Vielen Dank dafür. Na, ich danke wirklich ganz herzlich den ganzen Teams des OKs, eigentlich in allen Teilen unseres Landes. Wir sind ja ein Bundesland, was extrem gut aufgestellt ist, was den offenen Kanal betrifft. Und unsere Landesmedienanstalt macht ja auch ganz, ganz viel, um die OKs zu unterstützen. Ja. Ich finde es super, Bürgerfernsehen, also Bürger machen für Bürgerfernsehen, das ist einfach toll. Ja. Und deshalb freue ich mich auch immer, wenn ich ein Interview geben darf. Gerne. Ja, vielen Dank. Dann noch viel Spaß hier in Wittlich. Ja, ich hoffe, dass Sie irgendwann nach Hause fahren und sagen, schade, dass ich nach Hause fahren muss. Es ist doch so wunderschön hier. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für die Begleitung. Danke. Haben wir für jeden von OK eine Flasche von jedem Ihnen geschenkt? Okay. Ach so, wir haben...